er haut halt zweimal. Alter, kannst du mal aufhören zuzustechen, du? Ja, und beißen. Und ja. So langsam habe ich die Schnauze voll hier. Ja. Yeah. Finde ich nicht mehr so geil. Ficker, ey. Mein Gott. Das alles nur für eine verkackte Seele, glaube ich. Oder so war das. Okay, nevermind. Große Scherbe ist immer gut. Damit können wir die, glaube ich, schon auf plus 9 bringen. Ah, ne, ich glaube, ich brauche 4 Stück für plus 9. Mm, der von hier oben ist schon runtergekommen. Wir haben nur noch eine Flaske. Ich muss langsam. Muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, lauf, lauf, lauf. Nicht. Nein, Alter, komm schon. Nicht dein Ernst, Alter. Ich habe da noch nie gefailt. Ah, mir ist warm, ey. Ich muss halt mal Pulli aus. Oh, ich habe da noch nie gefailt, ey. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich kotz doch. Aber das Geile ist, ich habe ja die Seele eines Helden. Müssen wir nicht lesen. Ist halt eh wieder nur eine Seele, die uns was gibt. So. 10.000. Und wir haben ja ein paar Dingens zum Aufwerten. Oh, ey, ich kotz einfach nur. Waffe verstärken. Uchigatana. Jo. Und ja, wir können sie plus 9 machen. Nice, Alter. Und jetzt brauche ich 3 Scherben. Hm. Ah, das ist halt schon wieder so fuckerig, ey. Habe ich noch ein paar Seelen? Außer die großen. Nein, habe ich natürlich nicht. Okay. Egal. Wir schaffen das. Dark Souls wäre nicht Dark Souls, wenn das hier alles so einfach laufen würde. So. Ich muss mich nur ein bisschen mehr konzentrieren und ein bisschen mehr trinken. Ah! Normalerweise kann man, wenn man das hier richtig macht und die richtig anlockt, kann man einen von denen killen. Ja. Bleib so. So, genau. Und ich sollte... Lass das, du Mistgeburt. So, 267 Backstab-Schaden. Ich will gar nicht wissen, was wir... Ja, guck mal, dann brauchen wir sogar nur noch 2 Hits. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Wir scheißen wir auf das Vieh da oben? Ja, wir scheißen auf das Vieh da oben. So, wir müssen jetzt auch nicht mehr groß drumherum. Der da hinten wird gleich auf mich schießen. Okay, hat er nicht gemacht. Alter. Ich krieg gerade ein bisschen Schaden. Was ist das? So. Die schießen auch von unten auf mich. Hm, nicht so geil. So, das Problem, was wir jetzt haben, ist... Der Mongo... Ich muss den killen. Ein Problem... Ach komm, wir schaffen das. Ich scheiß auf die 3K Seelen, weil die sind mir relativ wumpe. Genau das ist das Problem. Man bleibt nämlich stehen wegen dem Scheißvieh. Drecksvieh. Ficktes Drecksvieh. Aber da ist mir mein Herz schon wieder in die Hose gerutscht, ey. So, den hier unten brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Da haben wir ja alles schon geklärt. So warten, bis der Scheiß bei dir vorbeirollt. Es vibriert nichts. Hallo? Steinchen? Warum kommt da kein Stein runter? Verstehe das nicht. Wir haben das Ding doch nicht geändert. Hm. Jetzt bin ich so ein... Oh.
Gut, dass ich in die Richtung. Du Drecksvieh. Nicht mit mir. Nicht mit Papa Schlumpf. Müssen wir backstabben? So. Easy. Die droppen auch irgendwie nichts, ne? Kann das sein? Nichts von denen gedroppt gekriegt, ne? So. Hier muss ich warten, bis das Ding wieder. Komm runter. Jetzt krieg ich wieder ordentlich auf den Sack. Zack. Ah, easy. In einmal durch. Ohne. Ja, das funktioniert auch schon mal ganz gut. Ah, jetzt muss ich mich wieder mit den. Nee, noch nicht. Okay. So ist gut. Was ist das? Ach, als ob das kein Backstep war. Komm, du brauchst noch einen Hit. So. Mein Magen knurrt gerade. Ja, ja, hier. 1, 2, 3 und 4. Easy going. Mal kurz was trinken. So, ich darf hier nicht runterfallen. Nicht schon wieder, Alter. So, jetzt haben wir es doch, Kerl. Oh, verfickte Scheiße, so. Und jetzt schnell zum Feuer, ja, damit ich den Scheiß nicht nochmal machen muss, ja. Und bevor wir das machen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Hallo, my friend. Ah! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Haut er mich direkt? Erstmal geparried, so wie sich das gehört. Kleine Scherbe. Hätte mir eine große gegeben, hätte ich gesagt, das wäre okay gewesen. Ja, Vorsicht, Hinterhalt, bla bla, ich weiß. Okay, okay, er übertreibt. Ja, komm. Na, so ein bisschen muss ich das noch üben. Aber es läuft. Kleine Scherbe. Kann das sein, wenn ich parry, dass die Flammensteinplatten ringen? Kann das sein, dass, wenn ich parry, dass die öfter Gegenstände fallen lassen? Muss ich mal rückwirkend betrachten. Flammen, Steinplatten, Ring. Steinplatten sind die Symbole des wahren Ritters und gewähren Stärke im Kampf. Die roten Steinplatten symbolisieren Flammen und stärken die Verteidigung gegen Feuer. Okay. I take that. Thank you. So, hier gibt's auch nichts Besonderes. Ich muss gerade gucken, ich habe erst gedacht, ich höre noch Footsteps, aber da sollten keine sein. Es gibt nur zwei Sachen, die man hier machen muss. Zwei Sachen. Eine auf jeden Fall ist, nehmt das Lagerfeuer mit, was ich euch gleich zeigen werde. Und das zweite ist auf jeden Fall, killt diesen Riesen, der wird euch nämlich hart auf den Sack gehen. Ihr könnt hier runterfallen, keine Angst, ihr sterbt nicht. Das ist ein Lagerfeuer. Was gut ist für euch, hier können wir aufsteigen. Und zwar 13k brauchen wir. Okay. 25 Geschicklichkeit. Was wir hier auf jeden Fall machen werden, ist eine Doppel-Humanity schmeißen. Ich hoffe, wir werden hier. Wir werden eh invaded. Ich kenne mein Glück. So, Doppel-Humanity. Wir werden Aushöhlung umkehren. Wir sind ja vorhin gestorben. Menschliche Gestalt erhalten. Was wollte ich sagen? Genau, nehmt das Lagerfeuer mit, ganz wichtig. Weil hier kommt gleich ein etwas härterer Boss. Ihr könnt hier runter droppen und hier hochlaufen und ihr seid wieder am Anfang des Gebiets. So, ihr seht da hinten. Der ist eigentlich scheißegal, der macht nur, dass die Steine, die Felsen da reingehen. Und wenn ihr den killt, dann kommen erstmal keine Felsen mehr.
was okay ist. So, wir werden gerade mit Feuer beworfen. Und genau den Typen müssen wir gleich killen. Und das machen wir auch gleich. Da hinten ist ein schwarzer Ritter, den snacken wir uns jetzt eben kurz. Falls der uns nicht snackt. Hi. Was geht ab? Aber wir machen auf jeden Fall deutlich mehr Schaden als das letzte Mal, als ich hier war. Er hat halt die Waffe vor dem Herrn so. Immer schön hinter dem bleiben. Habt ihr gesehen? Der snackt einfach die komplette Ausdauer, die wir haben. Mit einem Schlag. Übertrieben. Der kann große Brocken, soweit ich weiß, droppen. Macht er aber nicht, weil er mag uns nicht. Okay. Ach nee, das war gar nicht. War das hier? Dann hier rüber. Ja, ich glaube, das war hier. Ich guck mal eben. Ich weiß, da oben ist ein Ritter mit einem Parier. Mit so einem Degen. Genau. Hier kriegen wir Rickards Degen gleich. Hallo, Rickard. Ach, Rickard. Und er. Natürlich, du. Geburt. Darf ich mal eben einen Schluck trinken, bitte? Der will mich nicht trinken lassen. Er nimmt Abstand und will mit dem Bogen auf mich schießen. Du bist ja ein Lutscher, Alter. Alter, der ist so fucking schnell, ne? Hör auf. Ne, der geht mir so auf die Nüsse, ne? Ich verballer schon viel zu viele. Weißt du was? Fick dich ins Knie. Missgeburt. Rickards Segen. Düdelüdelü ist eine Waffe. Sollte relativ weit oben sein. So. Rickards Degen, ein verziertes Rapier. Die Lieblingswaffe des ruchlosen, untoten Prinzen Rickard, dessen Taten in einem, was? Monomythos verweigt sind. Er wurde als Adliger geboren, begab sich aber auf eine verhängnisvolle Reise. Er wurde zum Untoten und verschwand im Norden. Alles klar. Hau rein, Rickard. So. Unsere nächste Aufgabe ist es hier rein. Rund und rund. Hier gibt es keine Mimik. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Hier gibt es seltener Ring der Opferung und. Göttlicher Segen. Göttlicher Segen ist sehr, sehr geil. Aber irgendwie, ich muss doch, da muss es doch noch irgendwie hochgehen. Ich muss da oben hoch. Safe Call. Okay, hier kann man nicht durch. Wie kam ich da oben nochmal hin? Hier war doch noch irgendwas. Also ich muss auf jeden Fall. Da hinten ist gleich der Bosskampf. Und da oben ist so ein fetter Riese. Der beschmeißt uns die ganze Zeit, wenn wir den nicht killen. So. Und ich muss. Man kommt da irgendwie hin. Irgendwie kommt man da hin. Und wenn ich jetzt meine Waffe kaputt mache. Okay, da ist nichts. Auf jeden Fall, dann wird man die ganze Zeit mit so Feuerscheiß beschmissen und das ist halt hart ungeil. Also richtig hart ungeil. Weil der Boss alleine ist schon kacke. Beziehungsweise relativ schwierig. Und dann auch noch das Dingens. Nee, das ist nicht so meins. Das Coole bei dem Boss ist, ihr müsst nicht viel. Ihr braucht keine volle Flasche. Also ihr braucht jetzt nicht 10 oder 20 Flasks oder so. Da könnt ihr hart drauf einen Fick geben. Weil, folgendes.